Hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Und heute, ja, machen wir ein bisschen Sammelaufgaben und Gedöns. Also wir machen heute jetzt mal nichts Story-Relevantes, denke ich mal zumindest. Und zwar habe ich mir mal vorgenommen, noch ein paar Zaubermuscheln zu holen und hier in den Dungeon nochmal zu gehen, in den Wurmpalast, beziehungsweise im Möwendorf dann auch noch die Gumba-Statue abzugeben und hier den Strand noch weiter zu erkunden, weil das muss auch noch eine Muschel geben, die holen wir uns noch und alles, was ich jetzt mit Dreieck markiert habe, ist auch noch eine Muschel. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los, ich schneide das alles schön zusammen und dann sehen wir uns in Möwendorf wieder. Beziehungsweise wir könnten auch eventuell hier hintergehen zu dem Muschelhaus. Schauen wir mal, wo wir uns gleich wiedersehen. Auf jeden Fall sehen jetzt mal die ganzen Standorte der Muscheln und wie ich sie hole. Hier ganz rechts an der Nähe vom Turonga-Strand, beziehungsweise ganz links, also im Westen der Zwergenbucht, ist noch ein verlassenes Haus. Und da gibt es auch noch eine Muschel. So, dieses Äffchen schmeiße ich auch mal runter. Das dann mal abhaut. Mal schauen, was wir noch mal sehen. Aber gerade da auf dem Rückweg, schauen wir einfach mal, was hier so passiert. Huch, schaut mal da. Da ist Taren. Was der wohl von uns will, sprechen wir den nochmal an auf unserer Muschelsuche. Hallo Paul, ein schöner Stock, den du da hast. Leist du mal kurz. Ah, du kriegst den Stock. Cool. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Mann. Tja, Taren. Clever war das nicht. Aber dafür bekommen wir die Honigwabe. Weiter geht's mit der Muschelsuche. Okay, da gibt's noch eine Treppe rauf. Lass uns da mal hochschauen. Hmm.
So. Waren wir in dem Raum schon mal drinne? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, was kann man hier machen? Aber wir sind richtig. So. Zwar brauchen wir hier auch nochmal die Schaufel. Wahrscheinlich hier? Nee. Warte mal, ich hab's doch markiert. Hier irgendwo sollte eine Muschel sein, genau. So, obwohl die Taubenmuschel gut ist. Werden es irgendwann mal rausfinden. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter. Dann würde ich sagen, schauen wir noch in den Muschelbazar. Ich will jetzt einfach wissen, was da drin ist. Verdammt nochmal. Wir haben jetzt viele Muscheln gesammelt. Wir haben ganze 19 Stück. Schau mal, was wir machen können. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Zaubermuscheln und betritt danach die Plattform, um das perfekte Schwert zu erhalten. Du sollst wohl mit vielen Zaubermuscheln im Gepäck wiederkommen und dich auf die Plattform stellen. Schauen wir mal. 19 Muscheln haben wir. Schauen wir, wie weit schon mal ansteigt. Wir bekommen ein besseres Schwert. Wir bekommen noch ein Geschenk. Wow. Und es ist ein Herzteil. Sehr gut. Fehlt es bloß noch eins, dann kriegen wir unser 9. Herz. Und wir kriegen nochmal ein Geschenk. Sehr gut. Was diesmal? Wenn es noch ein Herzteil ist, haben wir jetzt nochmal Herz dazu bekommen. Nein! Der Muscheldetektor. Das ist gar nicht so schlecht. Können wir auf unseren Reisen eventuell öfters nochmal die Muscheln herbeirufen. So, dann will ich jetzt aber trotz all dem sagen, wir geben uns jetzt mal ins Dorf, beziehungsweise ich habe noch zwei Höhlen markiert. Wo sind sie denn? Da ist eine. Oder ist die eine schon weg? Geht nicht da oben. Genau, also ich schaue mal in eine der Höhlen, wenn sich da was ergibt. Im Vergleich zu den letzten, dann können wir das machen. Und hier oben habe ich noch das markierte Ziel vergessen wegzumachen. Wie gesagt, ich schaue da rein. Wenn es da was gibt, zeige ich es euch. Wenn nicht, sehen wir uns auf jeden Fall spätestens dann danach im Dorf. Genau, hier kommen wir jetzt weiter dank den Pegasus-Stiefeln. Da ist sogar noch was für eine Bombe. Ha! Haben wir erstmal die Truhe hier drin. Und da halt nochmal 50 Rubine. Ja, dafür sind die 1 bis 2 Treffer von den Dingern hier es wert. So, dann gehen wir mal noch in den Geheimraum und finden noch ein Herzteil. Sehr cool. Und damit haben wir jetzt 10 Herzen. Ordentlich. Hat sich ja mehr als gelohnt hier. Muss hier noch irgendwie rausnehmen. Man muss den gewohnten Rückweg nehmen. Okay. So, sehr schön. Haben wir die Höhle auch? Dann schaue ich nochmal in die Höhle im Wald. Spätestens dann sind wir wirklich im Dorf, okay? Okay. So, dann sind wir jetzt endlich im Dorf angekommen. Ja, in der Waldhöhle komme ich mit dem Pegasus-Stiefel auch nicht so weit, wie ich meine, dass ich weit komme.
Ja, da brauche ich wahrscheinlich einen Enterhaken oder sowas. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. Wenn wir noch was machen können. Nee, doch ein Herzteil ist am Start. Dann lass mal zocken. Wir können ja 72 mal spielen. 73 mal. Runter, runter, runter. Yes! Ah, verdammt, aber haben wir es jetzt. Wir haben es jetzt umgelenkt, ne? Sehr schön. Nein, es ist wieder oben auf der Plattform. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, come on. Yes! Bleib drin, bitte bleib drin. Nein! Ach! Druck. Alter, jetzt geht die Folge erst richtig los und schon der harte Betrug am Start. Nein! Aha, komm. Yes! Im vierten Versuch hat es jetzt endlich geklappt, Mann. Sehr schön. nein. So, jetzt haben wir schon mal ein Herzteil. Dann geben wir mal den Goomba ab. Und dann schauen wir nochmal hier rein. Hätte ich gesagt. Weil vielleicht gibt es ja nochmal eine Statue. Oh, Taren schläft hier. Da steht Piranha-Pflanze drauf. Ah, da ist der andere dann. Halterung steht Goomba. Yep. Ziehen wir die mal. Damit die eigentlich reden. Aua, aua, er will ja nicht das Wort Honig. Honig. Okay. So, jetzt möchte ich trotzdem nochmal schauen, ob es in der Gram-Keminate was Neues gibt. Oder ob das Herzteil ist, das erste der weiteren Highlights war dieser Folge. Oh, eine Stachelfigur. Dann. Ja, ja. I know how your game is working. Oh. Perfect. Oder? Ah! Eieiei. Ja, okay. Brave Stachy-Figur. Okay, okay, okay. Ich kann aber so mal eine Figur eine Figur auf einmal haben, ne? Deswegen schauen wir jetzt mal, ob der Stachy noch gehört. Wer den noch kriegt. Das ist eine Stachy-Figur. Die Stacheln sind aus richtigem Metall für authentische Pixigkeit. So, Pixität oder sowas wäre ganz cool gewesen. Okay. So, jetzt schauen wir mal, wer die Statue kriegt. Fangen wir mal bei den Alten an. Du eventuell? Ahnung für etwas, da steht Chip Chip drauf. Nein, okay. Chip Chip ist nicht, das steht hier drauf. Blooper, nein. Okay, die wollen die Meeresbewohner des Mario-Universums. Auch gut zu wissen. Die, die am nächsten am Meer dran wohnen, ne? So. Was hat die nochmal? Das ist ja ihr Schnüppchen.
Jeder Haushalt hat, glaube ich, zwei, oder? Komet, okay, ne. Gut, die hat nur ihre Kettenhunde. War ja eigentlich klar. So, sonst noch? Also mit Pegasus-Stiefeln ist ganz gut, auch um ein bisschen zu verreisen auf der Overworld. Jetzt können wir mal gucken, was du noch hast. Hast du noch irgendwas Neues, Cooles? Ich habe viel zu viel Geld. Pfeil und Bogen. Haha, Kollege! Die werde ich mir aber hart erarbeiten. Ich werde dir nichts klauen, weil der brutzelt mich beim nächsten Mal, wenn ich den Laden betrete. Nee, 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 nee. Darauf habe ich weniger Lust. Das sind wahrscheinlich ihr die Stachis, hä? Schau mal. Hallo Pferd, was ist, steht Pocket drauf? Nein, der Pocky ist es nicht. Und da ist eine Tochter. Eine Tochter? Ah, Stachel, okay, die kriegen die Stacheligen. Leute hier, okay. Du bist jetzt hier. Mein Mann hat sich in den Bergen verlaufen. Er hat bestimmt fürchterlichen Hunger. Er hat es ja vorausgesagt vor ein paar Folgen. Am Anfang, glaube ich, ne, war das sogar. Also werden wir den Mann irgendwann mal treffen. Und sah echt aus wie eine Tochter gerade, ne? So, jetzt schauen wir nochmal zu unserem Lieblingsspiel. Guck mal, was da noch so geht. Ob der noch was hat oder. Och, ne Buhu. Puppe. Okay. Hm. Runter, runter, runter. Ja, aber wir können ein bisschen aufhalten. Gut. Schau mal. Yes, sir. Zweiter Versuch. Nice. Ich weiß bloß nicht, wo der Buhul hingehört. Aber das finden wir jetzt auch noch raus. Ich weiß eh nicht, wie lange die Folge jetzt hier wird. Da ich vorhin ein bisschen gebraucht habe für die ganzen Muschelgeschichten. Deswegen schauen wir mal. Ich mache jetzt noch ein paar Minuten. Gucken wir mal, wie lange das Ganze wird. Du hast eine Buhu-Figur erhalten. Für einen gruseligen Geist ist sie recht knuffig. Okay. Aber wer hat denn Buhu? Schön, dass ich es vorhin überlesen, wer Buhu hat, oder? Nee. Exakt. Die zwei haben Blooper und Cheep Cheep. Die hat die Kettenhunde. Die haben die Piranha-Pflanze und Gumba. Da haben wir noch irgendein Haus, was ich total übersehe jedes Mal. Also diesem Träume-Ding. Ist da auch was? Oder eher nicht so? Nee. Traumschreien ist nichts. Da werde ich auch erst später mal reingucken. Oder habt ihr nochmal eine dritte Plattform? Der hat einen Star. Ah, da ist noch was. Shy Guy. Nee, okay. Habe ich auch noch übersehen, ne? Ah, Buhu. Guck mal, die haben vier. Okay. Mal das. Schau mal, irgendwann würde die Kramkamenate eventuell nichts mehr drin haben. Rubine holen. Es geht so easy, ne? Mit dem Pegasus-Stiefeln, die wir jetzt haben. Ne, nicht Pegasus-Stiefel, diese flotten Stiefel halt. Na gut, momentan hast du nichts mehr. Sehr gut. Dann. Bogen werde ich mir ehrlich verdienen. Ist auf meiner Map noch irgendwas markiert, was wir brauchen? Nö. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt hier hoch? Er sagt mir irgendwas von Wasserfall, ne? Das letzte Mal.
Was jetzt aber vielleicht mal schauen werde, ist, ob ich hier hinkomme. Genau, da bin ich ja gar nicht weitergekommen. Weil, ging nicht, ne? Und da komme ich immer noch nicht hin. Kann ich euch ja mal zeigen. Ne, da brauche ich einen Enterhaken. Komm mal her. Gut, dann... kurz auf die Karte schauen. Ich sage, hier komme ich noch nicht hin. Jetzt die Frage, wo wir hin müssen. Ja, das würde ich fast eher sagen. Von Mr. Rätselraten und so. Machen wir das in aller Ruhe in der nächsten Folge. Genau, weil da oben komme ich eh noch nicht irgendwie wohin, glaube ich. Genau. Ne, ich glaube, das macht mehr Sinn. Also, ne, wir beenden jetzt die Folge, haben ein bisschen Sammelkram gemacht. Nächstes Mal geht es dann weiter mit unserem regulären Abenteuer. Ich hoffe natürlich, trotz alledem, dass es euch heute gefallen hat. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Fiatö.